Hummertag XXL auf dem Hankenhof in Filsum. Wieder hoffen zahlreiche Menschen auf schnelle Hilfe für ihre liebsten Weggefährten. Viele haben eine lange Anreise auf sich genommen. So wie die Besitzer einer alten Dogge, denen der Tierarzt keine Hoffnung mehr machen konnte. Wir nutzen heute die letzte Chance im Endeffekt, um uns einen Rat zu holen, wie es weitergehen soll. Weil die Tierärzte haben gesagt, vor einem Jahr hat Spondylose. Das heißt, die Wirbelsäule wächst, also jetzt ganz einfach gesagt, zusammen. Das ist so erstmal kein Problem. Nur scheinbar klemmt das hinten irgendwas ab, sodass er nicht mehr gehen kann. Und der Orthopäde selber hat ihm jetzt vor 2 Wochen Langzeitkortison gegeben, hat aber eigentlich auch gesagt, dass es das war. Und wir sind heute nochmal hier, um mit ihm zu sprechen, ob er noch eine Möglichkeit sieht. Aber im Endeffekt ist es die Frage halt, war es das heute hier oder kann er uns weiterhelfen? Mit ganz viel Hoffnung im Gepäck sind sie nach Ostfriesland gereist. Je nachdem, was er uns gleich sagt. Also entweder machen wir dann noch morgen oder nein. Oder es geht heute Abend heulend nach Hause. Dogge Dante muss ein paar Meter laufen. Die wenigen Schritte reichen für Tamme Hanken schon aus, um eine Diagnose zu stellen. Wenn ihr den Hund jetzt umstellt, schafft das vielleicht 1,5 Jahre. Hätte der vernünftig gehabt, eine Dogge bekommt vorgegorenes Futter. Bedeutet, ihr schneidet montags das Fleisch, stellt es da draußen in die Wärme und wenn der Eimer hochgeht, ist das Essen fertig. Das füttern wir, ich habe lange Doggen gezüchtet, haben wir den Hunden gefüttert und wir haben die älteste hier mit 17,5 gehabt. Kumpel von mir 16,5, füttert genauso. Alle anderen 6 aus dem Wurf mit 7, 8 Jahre hin. Trockenfutter. Was glaubst du, warum ich kein Trockenfutter fress? Ich will leben. Oben rechts drauf. Trockenfutter. Für Tamme Hanken ein Unding und nicht optimal für das Gebiss und die Verdauung der Hunde. Als ehemaliger Doggenzüchter kennt er diese Rasse besonders gut. Nun versucht er, die akuten Probleme des ergrauten Riesen zu lösen. So, jetzt mal lässt sie ihm hoch. Hoch? Geh nicht. So, Hand runter und hoch. Steht holen, jetzt ein Hand frei. Tamme untersucht zuerst die Pfoten des Tieres. Oft sind einzelne Zehen ausgerenkt, die er mit festem Griff dann wieder dahin schiebt, wo sie hingehören. So, dann müssen wir gleich, hier müssen wir fütterungstechnisch gleich noch was aufschreiben. Ja. Dass die Hunde hier rankriegt. Ölerbein. So, wenn er runter geht, eben bei der Rute festhalten. Mit der rechten Hand. Hier rum. Dass er nicht ausrutscht. Obwohl Tamme bei dem Tier nicht mehr viel machen kann, ist er sicher, dass die Dogge noch nicht dem Tode geweiht ist. Vorausgesetzt, die Besitzer stellen die Ernährung radikal um. So wie er heute da ist, vom Alter bedingt und wie ihr gefüttert habt, hat er eine gewisse Grenze, die er kriegen kann. So, und jetzt müssen wir sehen, dass wir den Hund nicht nur satt machen, sondern ernähren. Ja, okay. So, der muss richtig betankt werden. Okay. Und du musst grundsätzlich sein, ihr seid hier und ich habe sicherlich eine andere Meinung wie viele andere. Deswegen sind wir hier. Und was Dick Hiddleton die sagt, der Hund muss tot oder geht tot, genau. Sehe ich überhaupt noch nicht so. Nee? Und ich würde sagen, für das Alter ist der Hund gar nicht so schlecht beieinander. Er ist jetzt bloß ein bisschen schlapp geworden hinten. Er braucht gesättigte Fettsäuren, Aminosäuren. Die holen den alten Schluffen wieder hoch. Hiermit entgiften wir. Kürbisöl. Damit machen wir den Darm sauber. Dann kann er das Fleisch gut. Du fütterst abends nicht mehr, nur morgens und mittags. Okay. So, und dann gibt es einmal was für die Pumpe, nur eine Tablette und da 2 von. Dann kriegt er mehr Luft, er kriegt das Wasser, was er mehr durch Kürbis kriegt, mehr durch den Körper, er reinigt sich auf. Gift aus dem Körper raus, machen einen Organismus wieder flott. Der Hundebesitzerin beschert der Besuch bei Tamme ein lachendes und ein weinendes Auge. Schätzelein, wo kommst du denn her? Aus der Nähe von Köln. Ach du Gott, nicht so ein Karnevalsfrau und kriegt Piep in die Augen. Nur muss ich dich jetzt drücken, Mensch. Kann doch nicht wahr sein. Alles wird gut. Weißt du was, ich habe über 100 Doggen gezüchtet. Und ich kenne mich mit dieser Rasse aus. Tatsächlich, wenn ihr Fleisch schneidet, lasst es ruhig ein bisschen angehen und gebt ihm das. Der da braucht nicht eingefroren sein. Ihr könnt eine Woche lang das frisch holen und dann füttert ihr es so, wie es auf ist. Und zuletzt wird es immer leckerer. Nicht?
Seid nicht so, der Hund ist einfach so, der hat die Lebensdauer. Und wenn er mit Körnerfutter groß geworden ist, ich sage immer, wer seinen Hund wie einen Huhn füttert, frisst ihn auch dafür auf. Und jetzt haben wir aber, dass er noch so eine gewisse Grundstabilität hat, die Chance aber noch, das Steuer so ein bisschen rundzuziehen. Er wird kein Methusalem werden. Nicht? Ich sitze auch nicht drin, was der liebe Gott ihn auf die Uhr gestellt hat. Aber das eine ist nun leider so, durch die Fütterung haben wir in die Uhr ein bisschen rückwärts gedreht. Okay. Und jetzt halten wir das einfach mal so fest. Ich sehe das nicht wie ein Orthopäden. Nur weil der da hinten nicht mit klarkommen konnte bei dem großen Hund, muss er gleich die Dinger einstreichen. Wer sein Rasenmäher, der einen Benzinmotor hat, mit Diesel volltankt, der kommt auch nicht mehr ums Haus zu. Und so sieht das aus. Okay. Schätzelein. Ja. Am 11.11. sieht die Welt wieder anders aus. Da kommt Karneval. Wo sind meine Zettel? Die Dogge hat laut Tamme Hanken nun doch noch eine Chance auf einen fröhlichen Lebensabend in Köln. Der Familie steht jedenfalls keine Heimreise unter Tränen bevor. Also auf jeden Fall sind wir froh, dass wir hier waren. Und, weil eigentlich wollten wir gestern Abend nicht mehr fahren, weil es eben nicht so gut ging. Und ich bin jetzt eher froh, dass wir den Weg gemacht haben. Weil sonst wäre das für uns das Ende. Ganz klar. Also muss man jetzt einfach so sagen. Weil der Orthopäde hat ganz klar gesagt, wir können es nur verlängern, aber nicht mehr besser machen. Und deswegen wären wir in 2 Wochen circa wär's vorbei gewesen. Jetzt nach Papenburg übernachten. Und wenn mein Männer möchte, dann fahren wir morgen nach Norderney und lassen es krachen.